De Vialet hat jetzt mit der Dione oder Dion auch eine Soundbar im Angebot. Die kostet mit über 2000 Euro genauso viel wie eine Sennheiser Ambio Max und hat auch vom Klang her definitiv den Anspruch, zum Luxussegment zu gehören. Hallo, hier ist Fitus von hifi.de. Ja, den Namen De Vialet, den kennt man von den wirklich beeindruckenden Phantom-Lautsprechern, die wir ja auch erst vor ein paar Wochen hier im Studio hatten. Jetzt gibt es eben auch eine Soundbar mit Dolby Atmos vom französischen Hersteller. Und damit wir mehr Videos über solche, ja, Spoiler Alert, echt beeindruckenden Produkte machen können, brauchen wir natürlich auch eure Unterstützung. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre natürlich Abo und Glocke super und natürlich auch jede Bewertung hilft uns hier auf YouTube wirklich weiter. Sagt uns gerne auch in den Kommentaren, ob so teure Produkte wie diese Soundbar für euch überhaupt in Frage kommen oder zumindest interessant genug sind. Jetzt schon danke für eure Meinung und Unterstützung. Die De Vialet Soundbar flößt auf jeden Fall Respekt ein. Denn sie hat nicht nur ein markantes Design, sondern wiegt satte 12 Kilo und ist auch 1,20 Meter breit. Bei der Verarbeitung gibt es wirklich nichts zu beanstanden. Alles an dieser Soundbar ist hochwertig und die Qualität sucht wirklich ihresgleichen. Das Auffälligste ist natürlich die Kugel in der Mitte, der sogenannte Orb. Der soll natürlich an die Phantom-Lautsprecher erinnern und kann bei der Wandmontage auch so gedreht werden, dass er wieder auf die Hörer ausgerichtet ist. Die Auswahl an Anschlüssen ist eher begrenzt, denn es gibt lediglich einen digital-optischen Eingang, Ethernet, und einen HDMI-EARC-Anschluss. Es gibt aber keinen weiteren HDMI-Eingang, um beispielsweise einen Blu-ray-Player anzuschließen. Die Verbindung zum Internet kann natürlich auch per WLAN hergestellt werden und diese ist auch nötig, damit man die De Vialet mit der App steuern kann. Außerdem kann man dann natürlich auch Musik streamen. Dafür steht neben Apple AirPlay 2 und dem Ansteuern von UPnP Media Servern auch Spotify Connect zur Verfügung. Chromecast, Tidal Connect oder einen Sprachassistenten wie Amazons Alexa gibt es aber leider nicht. Zu guter Letzt kann man die Soundbar auch per Bluetooth verbinden. Die Codecs AAC und SBC werden dann unterstützt. Ja, die Ingenieure von De Vialet haben 17 Lautsprecher in diese Soundbar gepackt, welche einen 5.1.2 3D Dolby Atmos Klang versprechen. Von diesen Lautsprechern sind 8 Push-to-Push Tieftöner, weshalb die All-in-One Soundbar auch keinen externen Subwoofer braucht. Also eben dasselbe Prinzip wie bei den Phantom Lautsprechern. Insgesamt kommen die Verstärker auf satte 950 Watt RMS, wodurch laut Hersteller 101 Dezibel erreicht werden. De Vialet sagt nicht ohne Grund, dass die Dione eine Plug-and-Play-Soundbar ist. Nach der Verbindung via HDMI mit dem Fernseher kann man auch sofort loslegen. Entweder kann man die Lautstärke dank der Consumer Electronics Control mit der Fernbedienung des TVs ändern oder man nutzt die Tasten auf der Oberseite der Soundbar für die wichtigsten Funktionen. Es gibt einen intelligenten Equalizer, der jede Szene analysiert, tonal anpasst, sodass man dann auch direkt nach dem Einstecken ein beachtliches Ergebnis bekommt. Aber ich greife vorweg. Um alles aus der Soundbar rauszuholen, sollte man die App runterladen. Und mithilfe der App kann man die Soundbar dann auch auf den Raum kalibrieren. Dazu sind 4 Mikrofone in der Dione verbaut. Und mit der intuitiven App lassen sich dann auch noch mehr Einstellungen ändern, Soundmodi anpassen oder Musik-Streaming-Dienste verbinden. Es gibt nur leider keinen selbst anpassbaren Equalizer. Und es gibt auch keine Fernbedienung im Lieferumfang. Aber wir haben die auch nicht wirklich vermisst. Die Klangbühne fällt sehr breit und hoch aus. Surround-Effekte und verblüffenden Dolby Atmos 3D-Sound schafft die De Vialet Dione ohne Probleme. So konnte man bei Blade Runner mit Atmos-Tonspur den Regen von oben fast auf der Haut spüren
und man hat sich reflexartig umgedreht, als es von hinten klopfte. Auch beim Halo-Zocken auf der Xbox Series X war man wirklich mitten im Geschehen und hatte den Sound immer aus genau der richtigen Ecke. Noch besser kann das ohne Rear Speaker eigentlich nur die Sennheiser Ambio Max. Und dass Devialet aus diesem kleinen Chassis immensen Bass rausholen kann, das kennt man ja auch wieder von den Lautsprechern. Und deswegen ist es auch echt kein Problem, dass die Dione ohne externen Subwoofer kommt. Besonders die Sprachverständlichkeit des Center-Kanals, die muss nochmal hervorgehoben werden. Denn leises Genuschel kann man sonst selten noch so gut verstehen. Gepaart mit dem fein detaillierten, kräftigen Bass und den wirklich sauberen Mitten ergibt sich ein sehr ausgewogener Heimkinoklang. Gerade die Höhen machen aber den meisten Eindruck. Schrille Schreie hinterlassen einen Schauder, bezogen auf den Film, nicht jetzt auf die Soundbar. Selbst ohne Einmessung kommt die breite Klangbühne wunderbar herüber und nach der kurzen Kalibrierung ist es wirklich erstaunlich, dass der ganze Sound nur aus der Soundbar kommt. Schade ist nur, dass die über 2000 Euro teure Soundbar kein DTS:X unterstützt, sondern eben nur Dolby Atmos. Ein kleiner Trost ist aber das gut funktionierende Upmixing von Mono- oder Stereosignalen in ein 5.1.2 Signal. Mit einem DAC, der Hi-Res Audio mit bis zu 24 Bit bzw. 96 kHz verarbeitet, erwartet man eigentlich auch einen tollen Klang bei Musik. Allerdings waren wir davon nicht so begeistert wie vom Sound bei Filmen. Denn die Soundbar soll im Musikmodus eigentlich einen schönen Stereoklang liefern, der fällt aber etwas flach aus. Der Bass wird weniger und die Höhen und Mitten lassen das letzte bisschen Details vermissen. Und auch die anderen Soundmodi können das nicht wettmachen und einen anpassbaren Equalizer gibt's ja nicht. Also das soll jetzt nicht heißen, dass sich Musik schlecht anhört, nur eben nicht auf demselben exzellenten Niveau wie Filme. Und eigentlich wäre doch mehr Potenzial da. Die Devialet Dione ist beeindruckend. Was aus dieser All-in-One-Lösung für ein räumlicher Klang rauskommt, ist echt krass. Günstig ist sie aber mit 2300 Euro auch nicht. Und sie wird auch keine echte Heimkino-Surround-Sound-Anlage in den Schatten stellen. Aber sie ist super einfach zu installieren. Also installieren ist ja eigentlich das falsche Wort. Es ist wirklich Plug and Play. Und nach der echt einfachen Raumkalibrierung mit der wirklich schicken App hat man einen echt coolen Surround-Sound, der auch irgendwo noch was von der Charakteristik von Devialet Phantom-Lautsprechern hat. Und auch wenn Fernbedienungen, Sprachassistenten oder DTS:X fehlen, dann bleibt die Dione ein tolles Produkt. Die Verarbeitung ist exzellent und man vermisst die fehlenden Features nicht wirklich, wenn man diesen kleinen Orb pulsieren sieht. Die Sennheiser Ambio Max ist die härteste Konkurrenz für die Devialet Dione und kostet auch ähnlich viel. Die Ambio schafft es, noch etwas mehr Raumklang zu erzeugen, passt aber mit einer Höhe von dann fast 14 cm unter wirklich kaum einen Fernseher, der eben nicht an der Wand hängt. Das kann mit der Dione noch klappen. Natürlich sollte man bei der Preisklasse von dieser Devialet Soundbar auch über andere Optionen nachdenken. Für über 2000 Euro bekommt man auch schon eine echte, ausgewachsene Surround-Sound-Anlage. Aber ich denke, wenn man sich für die Dione interessiert, dann geht es genau um die All-in-One-Soundbar und eben nicht 8 Lautsprecher, die man alle mit dem Verstärker und AV-Receiver verkabeln muss. Und was Devialet mit Plug-and-Play verspricht, halten sie auch. Denn es ist wirklich denkbar einfach, diese Soundbar zu verbinden und das Ergebnis ist direkt beeindruckend. Und nach 3 Minuten Kalibrierung sogar noch besser. Was ist eure Meinung zur Devialet Dione? Ist sie für euch allein schon wegen der Kugel raus oder genau deswegen interessant? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Den Link zum ausführlichen Test von Torben findet ihr natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Jetzt sage ich nur noch bis zum nächsten Video oder Livestream. Macht's gut. Ciao.